Hallo, mein lieber Skorpion, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Skorpione. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und wenn du mit deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Abonniere auch gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Skorpion, eine sehr interessante Legung. Also ich sehe bei dir, eilt hier offenbar einiges oder ja, es geht hier um eine gewisse Geschwindigkeit. Vielleicht soll auch einiges rasch erledigt werden. Das schauen wir uns jetzt auch gleich näher an. Ah, okay. Ja, also hier ist irgendetwas Zwischenmenschliches vorgefallen, das hier zu einer Verzögerung geführt hat. Ja, eine zwischenmenschliche Enttäuschung. Vielleicht ist dir hier eben jemand in den Rücken gefallen oder hat ein Versprechen nicht eingehalten. Es geht auf jeden Fall um eine Person, die dir nahe steht. Und dieser eher anstrengende Umstand oder belastende Umstand löst aber etwas Positives, so wie ich das hier sehe, aus. Ja, also da kommt ordentlich Bewegung herein. Auf deiner Ebene sehe ich hier eine Beschäftigung mit einer vornehmlich finanziellen oder materiellen Angelegenheit. Das sehe ich auch hier. Ja, das wollen wir uns auch gleich näher ansehen, worum es hier geht. Ah, okay, da ist irgendetwas herausfordernd. Ja, da zeigt sich eine gewisse Verstrickung. Irgendetwas ist hier kompliziert, was diese Angelegenheit betrifft. Es kann sein, dass sich hier jemand von außen hier in irgendetwas hineindrängen könnte. Bei manchen geht es hier um ein Erbschaftsthema. Das wird vermutlich nur eine kleinere Gruppe sein. Ja, das wird jetzt nicht jeden betreffen. Das sehe ich hier einfach auch. Ja, irgendetwas ist hier stimmt hier mit dieser Angelegenheit noch nicht so ganz oder soll hier noch in ein Gleichgewicht gebracht werden, ja. Es kann natürlich auch um etwas gehen, das für dich persönlich sehr wertvoll ist. Da schauen wir jetzt gleich mal in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und hier haben wir gleich den Hinweis, mein lieber Skorpion, dass es hier Unterstützung für dich gibt. Das kann jetzt natürlich auch das Universum sein, in dem dir hier Zeichen gesendet werden, wie beispielsweise Synchronizitäten, wie wir es auch hier im Deck haben, wie beispielsweise den Engelszahlenzyklus, also Zahlenfolgen, die sich wiederholen im Alltag, vielleicht auch bestimmte Uhrzeiten, vielleicht auch Symbole, die für dich persönlich eine bestimmte Bedeutung haben. Es kann aber auch Hilfe sein in Form einer realen Person, ja. Die bewegt sich hier auf dich zu, beziehungsweise wirst du dich hier vielleicht auch auf diese Person zubewegen, denn ich vermute, bei den meisten wird das hier tatsächlich eine Person sein. Wichtig ist, mein lieber Skorpion, ja, wenn du hier in einer bestimmten Angelegenheit Unterstützung brauchst, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man hier nicht nur abwartet, ja, denn das ist hier eine allgemeine Kartenlegung. Und wenn du hier vielleicht schon weißt, wen du hier fragen kannst, ja, oder an wen du dich wenden kannst, das kann auch ein Expertenrat sein, dann sagt das Universum, ist es hier auch wichtig, etwas dementsprechend in die Wege zu leiten, auch zu kommunizieren.
Und das, was hier auch sehr spannend ist, ja, also ich meine, ich sehe ja schon für einige, dass diese Unterstützung hier ja eher unerwartet kommt, ja. Ich würde aber trotzdem nicht abwarten, mein lieber Skorpion, das sage ich schon dazu. Und das, was ich hier auch sehe, ist, dass hier etwas bewegt werden kann oder etwas, ja, etwas in Einklang gebracht werden kann, sehr, sehr unverhofft, ja. Also es ist wichtig, dass du hier vertraust. Vertrau auf deinen Weg, vertrau auf dich, ja. Also das ist hier definitiv etwas sehr, sehr Gutes. Und du bekommst hier eine Unterstützung. Ja, das kann auch eine Situation sein, die für dich persönlich sehr hilfreich ist. Ich sehe trotzdem für die meisten hier eine reale Person. Ob du diese Person bereits kennst oder nicht, ist ja auch eher irrelevant. Das, was entscheidend ist, das, was sich hier zeigt, also diese Hilfestellung, ist besser als erwartet. Ja, also das kann ich dir hier sagen. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Ja, was ist herausfordernd, was ist blockiert, beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Ganz interessant, das zeigt sich in diesem Liegezyklus wirklich oft hier auf der Ebene des Umfeldes. Wir schauen ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich diesbezüglich immer offen. Und hier sehe ich, geht es um eine Entscheidung, ja. Und diese Entscheidung hängt zusammen mit einer bestimmten Person und diese Entscheidung ist aktuell blockiert. Das möchte ich mir jetzt auch näher ansehen. Wie immer auch mein Hinweis, wenn sich hier Entscheidungen zeigen, du triffst deine Entscheidungen final natürlich immer selbst. Nur du trägst die Verantwortung für deine Entscheidungen. Ja, eine Kartenlegung nimmt dir keine Entscheidung ab. Eine Kartenlegung kann sehr gute Impulse liefern. Ja, und das ist auch wichtig, im Anschluss an eine Legung darüber zu reflektieren. Denn hier sehe ich also, es geht hier für einige eben auch darum, sich von dieser Person zu lösen, ja. Das will natürlich auch immer wohl überlegt sein. Also das ist, wie gesagt, auch sehr herausfordernd. Beziehungsweise geht es hier vielleicht auch um eine gemeinsame Entscheidung, mein lieber Skorpion. Das sehe ich hier nämlich auch, dass sich hier zwei verschiedene Optionen oder mindestens zwei verschiedene Optionen zeigen in einer bestimmten Verbindung. Und es hier eben wichtig ist, eine Entscheidung zu fällen, was man hier, welche Option man hier gemeinsam wählt. Ja, das sehe ich hier auch. Und das, solange diese Entscheidung hier nicht gefällt ist, ja, kommt man hier nicht vom Fleck. Also entweder geht es um die Verbindung an sich oder ein Thema innerhalb dieser Verbindung oder hier eine gemeinsame Entscheidung, die getroffen werden soll, die aktuell noch blockiert ist. Schauen wir mal weiter. Dann sehe ich hier eine Veränderung, die hier ins Stocken geraten ist. Also das dürfte hier auch mit dieser Entscheidung zusammenhängen, die sich hier auf der zwischenmenschlichen Ebene zeigt, ja, eine Veränderung, die kann natürlich auch ein bisschen turbulenter ablaufen, das sehe ich hier schon auch, aber es ist an sich etwas sehr, sehr Gutes, ja, und das sehe ich hier schon auch an diese Position mitgekoppelt, ja, diese Entscheidung, die setzt ja offenbar einiges frei. So, jetzt sind wir hier noch auf deiner Ebene. Das möchte ich mir auch näher ansehen. Okay, also du sehnst dich hier nach mehr Freiraum oder mehr, ja, mehr Platz. Also das kann ich hier erkennen und es geht hier um das, was hier sehr blockierend wirkt. Ja, du brauchst hier mehr Raum für ein bestimmtes Vorhaben, ja, oder mehr Zeit, mehr Platz. Und das, was ich hier sehe, ist eine zwischenmenschliche Situation, vielleicht eben auch diese Person, die sich hier zu Beginn der Legung gezeigt hat. Ja, da zeigt sich eine sehr dominante Person in deinem Umfeld. Das muss natürlich kein bösartiger Mensch sein. Und ich habe hier das Gefühl, dass diese Person hier auf irgendeine Art und Weise deine Vorwärtsbewegung abbremst. Ja, oder bei manchen kann es tatsächlich auch sein, dass das hier wirklich eine bewusste Schikane ist. Aber das ist natürlich auch etwas, das sollte man sich genauer ansehen. Ja, das ist dann natürlich offensichtlich, macht das diese Person absichtlich.
mich? Oder ist diese Person vielleicht einfach sehr vereinnahmend oder vielleicht auch von oben herab? Denn bei manchen kann ich ja auch erkennen, dass es ja auch um das Thema Zweifel geht, die hier durch diese Person ausgelöst werden. Ja? Also irgendetwas ist hier los. Und bei manchen geht es ja vielleicht auch darum, dass man dieser Person vielleicht recht rasch nachgibt, ja, wenn diese Person etwas möchte, oder dass die Bedürfnisse dieser Person immer im Vordergrund stehen, ja, und das natürlich dann auch ein bisschen mühsam ist. Hängt natürlich auch immer davon ab, wer diese Person ist. Du weißt, wir schauen aufs gesamte Umfeld, Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Jetzt schauen wir aber in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Ja, ganz zentral sehe ich hier ein Thema, ja, das dich schon länger begleitet, mein lieber Skorpion. Also vermute ich, dass du diese Person hier auch schon länger kennst. Oder dass du hier eine bestimmte Erfahrung von früher mit dieser Person in Verbindung bringst. Und das soll dir jetzt bewusst werden. Denn da geht es um eine Enttäuschung, die vor längerer Zeit stattgefunden hat, die dazu führt, dass du auch deinerseits hier ein bisschen abblockst, ja, oder dass du dich hier irgendwo selbst auch begrenzt, ja, das ist entscheidend. Das wollen wir uns jetzt auch gleich näher ansehen, denn das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, denn wenn man das erkennt, dann kann man hier offenbar sehr viel bewegen. Schauen wir mal, ob wir dann noch etwas für dich in Erfahrung bringen können. Also es ist definitiv eine Erfahrung, die länger zurückliegt, ja, und die hier aktuell etwas mit blockiert, ja. Das, was ich hier sehe, ja, ist, dass hier steht etwas an, sagt das Universum, hier kommt eine Situation auf dich zu, mein lieber Skorpion. Also das ist wirklich spannend, wo du erkennen kannst, ja, um welche Kränkung oder Enttäuschung es hier geht. Manchen wird das vielleicht auch bereits schon bewusst sein, was hier geschehen ist in der Vergangenheit. Und wichtig ist eben für dich auch zu erkennen, du bist jetzt eine andere Person. Du bist nicht mehr die Person von damals. Ja, du hast hier gewisse Erfahrungswerte gesammelt. Du kannst hier etwas verändern, das ist auch wichtig. Und dafür ist es wichtig, dass dir hier bewusst wird, an was fühlst du dich hier erinnert. Und das ist entweder eine Situation mit dieser Person, die hier in der Vergangenheit liegt, oder eben mit einer anderen Person, die sich so ähnlich anfühlt wie diese Situation jetzt mit dieser Person. Und offenbar kommt hier eine Situation auf dich zu, wo du das erkennen kannst, um was es geht. Und das ist ganz wichtig. Wenn du das erkannt hast, dann kannst du hier wirklich einiges in Bewegung bringen. Schauen wir mal weiter. Das möchte ich mir jetzt auch ansehen. Also das Universum sagt, es ist wichtig, etwas zu tun. Das wollen wir uns auch ansehen. Okay, also da geht es um diese finanzielle Angelegenheit. Das Universum sagt, die steht hier aktuell ein bisschen still, oder eben diese wertvolle Angelegenheit, die sich hier zu Beginn der Legung gezeigt hat. Das Universum sagt, es ist wichtig, dieser Sache jetzt Raum zu geben, denn diese Sache hängt auch zusammen mit einem wichtigen Wendepunkt für dich. Also definitiv eben mit dieser Veränderung. Und diese Veränderung kann erst stattfinden, ja, die hier eben auch in den Blockaden liegt. Und das ist hier für viele etwas sehr, sehr Schicksalhaftes, wenn du es in Angriff nimmst. Also diese Sache soll hier mehr Raum bekommen. Und offenbar, also das sehe ich hier auch für eine bestimmte Gruppe, diese Person hier, die sich hier so stark zeigt, die soll hier in die Schranken verwiesen werden, ja, also so, oder es soll hier eine Grenze bekommen, beziehungsweise wirst du hier erkennen, sobald du dieser Sache hier mehr Raum gibst, dass hier gar nicht so viel Platz für diese Person besteht, ja, also das ist, es geht hier um das Thema Prioritäten neu anordnen, und diese Person braucht hier definitiv eine,
eine niedere Priorität als aktuell, ja, damit hier, du sollst hier den Platz selbst schaffen, ja, also das ist hier auch wichtig. Vielleicht schwingt hier auch ein Glaubenssatz mit, mein lieber Skorpion, der dir hier im Weg steht. Das kann eben auch hier das Thema sein, ja, dass es hier um einen bestimmten Glaubenssatz geht, den es zu erkennen gilt. Dann haben wir hier noch einen Lösungsimpuls, ja, da geht es um diese Entscheidung und das Universum sagt, dass es hier eben, also es geht hier um irgendeine Sache, die hier ja in der Entwicklung ist, bitte nicht von der Karte täuschen, da geht es darum, dass du hier mit einer bestimmten Person offenbar etwas Gemeinsames und in Angriff nimmst, vielleicht eben diese finanzielle Angelegenheit oder etwas anderes. Diese Angelegenheit, die kann man zeitlich in etwa einschätzen, das kann ich hier auch herauslesen. Und es ist auch hier wichtig, den Fokus darauf zu legen. Also vielleicht ist das hier ein und dieselbe Sache, wo das Universum sagt, mach es, geh es an, kümmere dich um das, gib dieser Sache hier eine höhere Priorität. Denn das wird hier eben auch dazu führen, dass du hier diese Entscheidung fällen kannst, ja, dass du hier erkennst, was ist hier zu tun. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Auf deiner Ebene sehe ich hier schon, was diese Angelegenheit hier betrifft, diese vornehmlich finanzielle oder materielle Angelegenheit, die soll sich hier sehr günstig entwickeln. Also da tut sich etwas und das eben relativ rasch, ja. Also vermute ich, geht es hier vielleicht eben tatsächlich darum, einen bestimmten Glaubenssatz aufzulösen, ja, damit das Ganze hier ins Rollen kommt. Für manche sehe ich hier eben auch schon einen gewissen Gewinn liegen. Also es wird greifbar. Aber wichtig ist, du sorgst dafür, dass sich dieser Wendepunkt hier zeigt. Und da geht es eben darum, dass sich deine Situation auch dauerhaft verbessern soll. Ja, dass hier offenbar irgendeine Thematik beendet werden kann, die sich hier länger schwierig gezeigt hat. Schauen wir mal weiter. Ja, da geht es jetzt um dieses Bewusstwerden von dieser Erinnerung oder dieser Erfahrung, die du hier gemacht hast, die aktuell noch negativ auf gewisse Art und Weise bei dir hier hineinwirkt. Aber das Ganze passiert eben eher unterbewusst. Und hier sehe ich, dass es dir auffallen soll. Ja, also vom Trend her sieht alles danach aus, mein lieber Skorpion, dass dir hier bewusst werden wird, um was es hier geht, um welche Erinnerung. Das kann auch ein Geistesblitz sein, der sich hier zeigt. Und da sehe ich eben auch, dass du das hier dann loslassen kannst, dass du das hinter dir lassen kannst. Also hier sehe ich eine, hier sehe ich eine Erleichterung und dass du hier auch für dich etwas in Angriff nehmen kannst, verändern kannst und das geht hier relativ fließend. Also das wird hier vermutlich ein Prozess sein. Wichtig ist, dass sich dieser Schalter hier umlegt. Ja, und das sehe ich hier schon in zwei Karten, also dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ja, also es dürfte auf der Hand liegen, um welche Erinnerung es hier geht. Ja, deshalb möchte dich das Universum auf diese Situation auch vorbereiten, dass du es dann eben auch dementsprechend erkennen kannst und für dich hier eine große Schwierigkeit auflösen kannst. Und dann steht dieser Veränderung hier, mein lieber Skorpion, nichts mehr im Weg. Wir gehen jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes und da sehe ich, ja, was diese Person hier betrifft, hier kann eine Unklarheit aus der Welt geschaffen werden. Ja, irgendetwas, das länger unklar war, ein unklares Thema, ja, das hier vielleicht so mitgeschwungen ist. Vielleicht hat das hier auch mit dieser Erfahrung oder mit dieser Erinnerung zu tun, ja. Das kann hier beendet werden, ja. Also irgendeine Unklarheit im Umfeld geht dem Ende zu. Und du kannst, also, und du ziehst daraus, also das wird vermutlich auch eher unterbewusst ablaufen, irgendeine wichtige Lehre, ja. Also du profitierst
von dieser Sache auf lange Sicht gesehen. Ja, das, manchen wird das dann auch ganz bewusst sein, bei anderen wird das eher unterschwelliger ablaufen. Ja, aber insgesamt geht es ja darum, dass hier ein unklares Thema oder ein länger unklares Thema endlich abgeschlossen werden kann und hier dann natürlich auch Raum entsteht, ja, für diese Veränderung. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Skorpion. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.